Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fußballmanager. Müsste jetzt dann die 172 sein, wenn ich dort richtig im Kopf habe. So, schauen wir uns erstmal die Nachrichten an. Riskante Ansprache war erfolgreich. Wunderbar. Mannschaft der Woche, Death Hunter und Honey Boy. Komisch, dass Death Hunter dabei war. Sagte ich ja schon beim letzten Mal, da er verletzt ist. Mal gucken. Eintracht Braunschweig verliert gegen unsere Zweitmannschaft 1:2. Verletzung. Flo Thunder ist noch 17 Wochen verletzt mit seinem Bandscheibenvorfall und Honeyboy hat Muskelfaserriss, 10 Tage so noch verletzt. So, Bratpfanne erzielt 2 Tore gegen, ja, wisst ihr ja eben, ne? Und Honeyboy, 10 Tage. Genau. Gucken wir mal eben an. Honeyboy, dann werden wir mal das umstellen. Ja, er soll ruhig Sturm. Das haben wir halt ziemlich viel Platz hier. Deswegen versuchen wir ein bisschen noch reinzuziehen. So, so können wir das machen. Passt schon. Honeyboy, da muss einer dich ersetzen. Da stecken wir mal Truben rein. Zack. Wunderbar. Gefällt mir. Sieht okay aus. Kann man mit spielen. Die zweite Mannschaft. Bratpfanne, ne? Jetzt hat er auch da wieder 72 mit 16 Form. Sieht sehr gut aus. Die Jugendmannschaft. Ach, guck an. Der war irgendwie nicht aufgestellt, aber er sollte ja immer aufgestellt werden. Wahrscheinlich wird das noch gemacht. Oh, die ist eine verletzt. Das machen die eigentlich auch immer vom Spiel, ne? Hier mit 3 Sternen, warum werden die eigentlich nicht raufgestellt? Torwart, achso, und linker Verteidiger. Ja, na gut. Die Jugend nochmal schauen. Na gut, das machen die. Status unserer Mannschaft ist eigentlich okay, ne? Ja, damit kann man arbeiten. So, schauen wir erstmal die nächste Woche uns an. Das nächste Spiel ist gegen Galati. Die haben ja unentschieden gespielt gegen Twente. Neues Sponsorenangebot. Die Wahl zum Fußballer des Monats September ist gefallen auf Death Hunter. Herzlichen Glückwunsch. Schön. Bratpfanne überzeugt im Training. Jugendspieler kommt zu uns. Oh, 3,5 Sterne kann man mit arbeiten. Aus Ungarn. So, Sponsorenangebot. Oh, 3 Jahre. Okay, nehmen wir das. Sehr schön. Auf 12 ausbauen. Vereinszentrum mindestens auf 9 ausbauen, damit neue Angebote eintreffen. Das kriegen wir hin. Vereinszentrum auf 10. Schauen wir nochmal, wie ist das eigentlich? Wie lange ist unsere Sponsorenkampagne? Bis zum 11.10. Oh, da haben wir ja noch ein bisschen. Ein paar Tage. Hier ist ja nichts. Infrastruktur. Vereinszentrum ist morgen fertig. Gut, dann gibt es neue Angebote, hoffe ich doch mal. Dann haben wir Stufe 9. Einen Tag nochmal laufen lassen. So, abgeschlossen. Vereinszentrum. In 7 Tagen ist auch der Bauhof fertig. Das ist cool. Vereinszentrum unter V. Ganz weit unten. Kostet 3 Millionen. Gucken, wie lange dauert das? 36 Tage. Die Geschwindigkeit können wir noch nicht erhöhen. Ja, nehmen wir mal 5% bei Spielerverhandlungen, Max Premium Sponsoren 2, Nebensponsoren 3, lokale Sponsoren 7, da verändert sich nichts. Interessant. Naja, gut. Wie dem auch sei. Vasulu feilt am schwachen Fuß, sehr schön. Also, gucken wir mal. Vasulu hat auf Stufe 4 verbessert, sehr schön. Fußballer des Monats, der Thunder, supi. Kann man dazu irgendwie Teamführung? Kann man irgendwie sagen? Nee. Aber ich kann dir sagen, super letztes Spiel. Wunderbar. Flo Thunder, mehr Verantwortung. Ericsson, du hast gut trainiert. Taldo, großes Lob. Bringt meistens nur. Oh, er ist fröhlich.
Es klappt wirklich zurzeit alles. Hoffentlich bleibt das so. Exited. Exited. Ich muss kurz nachdenken. War der das mit der 5? Exited ist mit Death Hunter befreundet. Sagen wir ihm das einfach mal. Kann die Kritik teilweise verstehen, blickt aber optimistisch nach vorne. Das letzte Spiel war nur ein Ausrutscher. Ich werde bald wieder zu meiner Form finden, meinte er. Er gewinnt einen Moralpunkt. Na super. Gut trainiert. Michael Jani, gut trainiert. Gib dem Training alles! Ja. Wunderbar. So, okay. Springen wir mal vor. Da. Monopoly Slots Stadium. 14.000 Zuschauer. Gehen wir mal in die Taktik. Spielmacher. Dann nehmen wir Leon Robben. Mhm. Das sieht okay aus. Individuell. Da haben wir das ja so standardmäßig belassen. Vielleicht können wir mal hier Dambo sagen, dass er nochmal hier seine Distanzschüsse probiert. Vielleicht klappt das ja. Laufwege muss deshalb da wieder eingestellt werden. Immer wenn man sie bewegt, scheint das wohl. Meine Güte. So. Ey, gib mal einen. So. Ihr spielt mit nach hinten. Und natürlich auch hier ein wenig nach vorne. Ach. Hier, so. Wunderbar. Das nehmen wir. Vergleichen wir nochmal die Mannschaften. Da sehen wir keine besonders starken Gegner. Ja, das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Vielleicht passt du auf Pena auf. Robin, pass auf Pena auf. Dann haben wir schon mal deren einzigen Sturm sozusagen unterbunden. Wenn sie gut aufpassen, natürlich. Ja, nehmen wir den. Wo die so stark sind, die nicht, dass man da unbedingt den Textmodus machen muss. Machen wir hier mal die Sofortberechnung im Videotext. Jeden Zentimeter des Stadions umgraben. So, 10 Minuten sind gespielt. Bisher steht es noch 0 zu 0. Wir sehen noch gleichzeitig die anderen. Death Hunter hat ein Tor geschossen und danach Dambo auch noch. Wunderbar, mit einer Luca-Vorgabe, mit der Vorlage von Germany Luca. So, Death Hunter mit einer 1. Das kann man absegnen. Einmal kurz loben. Ah, nimmt er zur Kenntnis, aber mehr auch nicht. Nee, das möchte ich nicht loben. Michael Jani motivieren. Luca motivieren, obwohl eigentlich, ja. Dambo. 2-0 kann man das loben. Ah, Jungs. Was haben wir hier noch? Vorlagen. Luca habe ich. Otaldo. Na, ich versuche mal zu motivieren. Ja, das ist wunderbar. Teamwork ist jetzt nur 67. Warum auch immer. Wir sitzen hier aus. Die spielen noch unentschieden. Kiew und Twente. Bisher verändert sich da nicht. Oh, viel. Okay, Jungs, wen können wir jetzt hier wechseln? Wir sehen alle ein bisschen sehr müde aus. Exited. Leon Robben für Mats. Ich hoffe, er weiß es zu schätzen, dass er auch mal raus darf. Peugler, da bringen wir doch mal Marek Schehn für rein. Und das Spiel ist vorbei. 0 zu 2 und Kiew hat auch gewonnen. Damit hat Kiew 3 Punkte. Wir haben 6 und Twente und Galati haben jeweils ihre 1 Punkte behalten. Die haben sogar rot gekriegt. Wir hatten 3 gelbe. Ach du meine Güte. Gar nicht mal so wenig. Kurz sehen. Death Hunter war der beste Spieler. Wer ist er denn? Ein Brasilianer. Torwart mit 68. Nicht besonders stark, aber die waren auch Galati recht schlecht. Gegen uns nur mit 4er. Der beste der Torwart mit 3,0.
So, Ergebnisse sehen wir ja hier. Was haben wir denn hier noch? Ach, das ist nur unsere Runde. Na ja, gut. Stimmen. Streichhölzer und Stürmer brauchen ihre Reibung. Oha, oha, oha. Ja, so, das nächste Spiel geht gegen... Exited ist verwirrt. Okay, gucken wir mal. Warum ist er verwirrt? Wahrscheinlich, weil ich ihn ausgewechselt habe, oder was? Alemannia hat Interesse an ihnen, Datenbank aktualisiert, riskanter Sport erfolgreich. Nachdem sie ihn nun doch gebracht haben, ist der Exited ganz durcheinander. Auf ihre Aussage kann man sich scheinbar nicht verlassen, sagte der Spieler und verliert. Ach so, deswegen. Ha, daran habe ich gar nicht gedacht, dass man... Ja, er sollte einfach nachdenken. Das heißt nicht, dass er hier nicht spielen darf. Ich wollte nur sagen, dass er einen Klaps braucht und so weiter. So, das nächste Spiel ist gegen Hoffenheim. Gucken wir uns das mal an. Ja, Hoffenheim ist dann in der nächsten Folge mit Nationalmannschaft und danach ein 3D-Spiel gegen Schalke. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich werde hier gleich nochmal eine Runde segeln, weil wir es können und so, ne? Zeit mit dem Partner verbringen, natürlich mit ins Stadion nehmen. Wunderbar. So, sonst haben wir eigentlich nichts. Wir haben richtig viel Knete wieder. Können wir mit leben. Das Teil ist ja jetzt hier eigentlich fertig gewesen. Aber wir haben noch keine Sponsorenangebote gekriegt, keine neuen. Schade. Aber hier, von den Kleinen sollten wir welche kriegen. Das müssen wir auf Stufe 10 ausbauen, damit wir da ein Premium wieder kriegen. Und von den Nebensponsoren brauchen wir Stufe 12. Das ist gar nicht mal so wenig. Naja, das war's. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi!